Hallo und willkommen hier zu einem Opening von den Yu-Gi-Oh! Code of the Duelist Special Edition. Hier habe ich zwei davon und wir werden diese jetzt einfach mal öffnen und schauen, was da alles drinnen ist. So. Ganz vorsichtig, dass man die Schachtel noch irgendwie benutzen kann. Hopp, das ist das. Und dann haben wir noch diese Karte hier und Schädelmeister. Ich hätte mir Masterboy gewünscht, aber natürlich wird er ja im nächsten Set dann kommen. Und Cybers Funkfeuer. Da hätte ich mir noch natürlich die ernste Warnung gewünscht. Macht nichts. Wir öffnen hier dann noch die Booster Packs. Vielleicht ist da mehr Glück drin. Eine Gogo Asteria und Dexteria, aufsteigender Donner, Wehenschrecken, Wiedergänger, Oberster König Drache, Finster Rebellion, Magiebuch des Wissens, Abgrundschauspieler, Boshafter Erfolg von FA und Zwielichtstoff. Okay, da legen wir es mal so hin. Das. So, das nächste Booster. Luftknackender Sturm, Geschwindigkeitsfreund. Ach, machen wir so. FA Grand Prix, zurück an die Front. Und Knackdrache. Stapel, noch ein paar Weltkelch, Raubpflanze. Und das letzte Booster von diesen Special Edition. Weil war jetzt nicht so viel Gutes. Windschrecken. Verteidigungszone. Zombiner. Sicherungssekretärin. Guki Suprex. Und eine Fallenstellerin. Mantis. Okay, ich hätte mir auf jeden Fall was Besseres erhofft. Dann auch, ja, Windschrecken. Da kommt der Windschrecken. Dann jetzt die zweite. So, da holen wir uns gleich mal das raus. Und feierlicher Schlag. Okay. Eine positive Nummer auch jetzt schon mal. Und was verbirgt sich dahinter? Ein Mr. Sternenboy. Genau die habe ich gesucht. Die zwei wollte ich haben. So, okay, dann noch drei Booster Packs. Wir öffnen hier das hier. Und hopp, ein DD. Nochmal zum Biener. Nochmal ein paar. Herz der Weltvermächtnis, eine Trickster, Lilienglocke und eine Goku Revanche Kampf. Chef of Peitsche vom Weltkirch herbeigerufen und oberste Wut. Das nächste. Na, das geht alles sehr schnell hier vorbei. Zwielich verpflichteter General der Jain, nötige Notfallsrettungsrunde, FH Schallmeister, blinde Auslöschung und Cybers Zauberer. Schatzpanda, FH Machgeschwindigkeit, Künstler und Tom Bonino, lächelndes Universum. Ja, das braucht ja eigentlich keiner mehr. Heute ist das nicht mehr so gut, lächelndes Universum. Früher wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber es ist zu spät rausgekommen. Starterkommandant. Ein Schicksalsheld Dangerous, Herz des Vermächtnissen, Galaxiewurm. Oh, ein Revenschrecken schlechter. Endlich mal die Ritualkarte, meine ich. Und ein Rettungsfrettchen hier, eine Secret Rare. Legen wir daher. Oh, der kommt daher. Nochmal Weltkelch, drei Schlägebarriere und boshafte Dings. Gut, was wir hier bekommen haben, ist Oberster König Drache Finsternis. Zeug an der Front ist auch nicht so schlecht. Ne? Guki Suprex, Trickster, Lilienglocke. Blinde Auslöschung, die ist auch nicht so schlecht eigentlich. Ravenschrecken schlechter. Ja, und dann noch hier das Rettungsfrettchen. Dann Cybers, Zauberer, Goki, Revanchekampf, Fallenstellerin, Mantis, Knackdrache und Magiebuch des Wissens. Die Special-Dinger, da haben wir gleich alle vier. So, einmal Cybers Funkfeuer, die aus dem nächsten Set dann neu ist. Falls du in diesem Spielzug Schaden durch Kampf oder einen Karteneffekt deines Gegners erhalten hast, füge deiner Hand einen Cybers-Monster der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzu. Du kannst nur ein Cybers Funkfeuer pro Spielzug aktivieren. Ist einfach nur eine Suche, aber in dem Sinn
braucht sie auch wieder Platz, man kann sie auch zerstören. Und naja, Schädelmeister. Wenn ein Karteneffekt im Friedhof deines Gegners aktiviert wird, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte vor deiner Hand auf den Friedhof legen, annulliere den Effekt. Eine Handtrap mit 1700 Angriff, eigentlich nicht schlecht. Unterweltler, ja okay, Finsternis, Stufe 4. Das ist auch noch wieder gut eigentlich. Und ja, gegen Blauäugig ganz gut oder was ist denn noch? Oder Trickster, die Fallenkarte aktiviert sich auch noch natürlich vom Friedhof. Es sind viele Sachen, die sich vom Friedhof aktivieren. Dann natürlich Feierlicher Schlag, die einen sehr guten Reprint hier bekommen hat. Das kann sich eigentlich jeder leisten. Einfach 1500 Lebenspunkte zahlen. Annulliere die Beschwörung, Aktivierung, falls ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört wird oder ein Monster-Effekt aktiviert wird. Und falls du dies tust, dann auch die Karte zu zerstören. Und Mr. Sternenboy, ein Link, zwei Wassermonster. Es braucht zwei Wassermonster und alle Wassermonster auf dem Spielfeld bekommen 500 Angriffe Verteidigung, alle Feuermonster verlieren 400 Angriffe Verteidigung und falls diese durch einen Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, man kann ein Wassermonster im Friedhof wählen und es der Hand hinzufügen. Man kann diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Das spielt man sehr gut in, natürlich in Wasserdecks, entweder in diese Mermaid oder natürlich in Frosch oder Paleo. Da hat die ein sehr gutes Dasein in diesen Decks. Ja, das war's von Code of the Duelist Special Edition. Und bis zum nächsten Mal bei einem Opening, bei ein paar Duellen. Abonniert mich, um mehr Infos zu bekommen. Um gleich auf immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochstelle, neue Decks vorstelle. Von meinen eigenen Kreationen, wo ich mir denke, das könnte vielleicht so gut sein oder eine Inspiration, diese Kombi könnte so und so funktionieren, dann wisst ihr es immer gleich, wenn es kommt. Und liked dieses Video, falls es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.